Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devilly Crochet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal ob wieder eingeschaltet oder ob ihr neu zu mir gefunden habt. Das hier ist mein Videopodcast und hier geht's ums Handarbeiten und zwar ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen, manchmal auch Knüpfen und all die kleinen süßen Dinge drumherum. Ja, wo fange ich an? Ich habe euch diese Woche gar nicht so viele Fortschritte an meinen Projekten zu zeigen. Einfach deshalb, weil die Tour de Vlies angefangen hat und ich irgendwie so ein bisschen im Spinnfieber war. Und wenn ich nicht im Spinnfieber war, dann war ich im Schlafwahn. Dann bin ich früh ins Bett gegangen und habe lange geschlafen. Ja. Man merkt, dass die Schwangerschaft sich dem Ende zuneigt und dass irgendwie alles deutlich anstrengender ist. Ja, ein weiterer Grund, warum ich euch auch nicht so wirklich zumindest an einem Projekt den Fortschritt zeigen kann, ist, dass ich das Projekt im Garten liegen lassen habe. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt so schnell drankomme. Also mein Freund fährt am Montag nochmal hin, aber ich weiß nicht, ob der dann die Projekttasche findet. Und ob ich nochmal mitfahren soll oder nicht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall geht es um die Soxcal-Socken, also Devilly's Soxcal 2018 mit dem Muster Edgar von der Silvirage. Ja, da gab es einen Fortschritt oder gibt es einen Fortschritt, aber den kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich ihn nicht fotografiert habe und jetzt auch nicht hier habe. Ich dachte ja, dass ich euch heute eine fertige Socke präsentieren kann, aber ja, that's life, ne? Da ich aber, wie gesagt, nicht genau weiß, ob ich überhaupt diesen Monat nochmal dazu komme, an dieser Socke zu stricken, habe ich die Socken nochmal angefangen mit einer Babywolle und habe Kindersocken in der Größe 24-25 daraus gestrickt. Die sind natürlich im Großen zu klein und im Kleinen dann zu groß. Aber die sind so berechnet, dass sie dem Kleinen dann passen, wenn es wieder kühler ist. Die müssten ihm nächsten Herbst ungefähr passen. Da sind sie. Da ist das Paar. Ja, sie muss dann nicht gleich, das war mir aber auch egal. Das ist wie gesagt das Muster Edgar. Bumerangferse, glatte Spitze. Oder glatter Fuß, Bändchenspitze und fertig. Was das für eine Wolle ist, kann ich euch jetzt gar nicht so sagen. Doch, die Gründel Baby, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall 100% Polyacryl und ungefähr so die Stärke von einer 6-fach Sockenwolle. Dementsprechend habe ich auch die Maschen angeschlagen. Ja, in der Größe stricken sich Socken natürlich fast wie von selbst, ne? Also 2 Tage und fertig. Heute beim Friseur wurde die 2. Spitze fertig. Gestern war die 1. Socke schon fertig. Ja, genau. Dann kann ich euch noch genau ein Projekt zeigen, an dem es einen Fortschritt gab. An allem anderen habe ich, soweit ich das sehen konnte, nicht weiter gestrickt. Also ich habe nicht an dem Babyjäckchen, an dem Cardigan fürs Baby weitergearbeitet, mit dem ich am Stickal von Nadelstärke 3,5 teilnehme. Ich habe nicht am Oscar weitergewerkelt, ich habe nicht am Stormy Sky Shawl weitergewerkelt. An meiner Restedecke habe ich nicht weitergewerkelt. Einfach weil ich nicht so die Lust irgendwie hatte. Und die Muse. Und zum Oscar-Tuch ist zu sagen, zum Oscar-Schal, der ist ja von der Astrid Saupe, den habe ich ja unter den letzten Videos immer verlinkt. Scheinbar hat die Astrid momentan ihre Homepage auf unsichtbar geschaltet, wegen der DSGVO. Und sobald sie da wohl eine Lösung hat, wird sie die Homepage wieder online stellen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt wegen der Anleitung oder so, dann müsst ihr euch wahrscheinlich direkt an sie wenden. Und zwar hat sie eine Gruppe auf Facebook, Astrids Wollstübchen. Und dann müsst ihr da mal nachfragen. Ich kann euch die Anleitung leider nicht weiterleiten. Das verstößt gegen das Urheberrecht, auch wenn es eine freie Anleitung ist. Genau.
Ja, dann möchte ich auch noch mal was sagen, was Franzi von Wolzheim mir schon ein paar Mal gesagt hat und ich auch schon ein oder zweimal. Wenn ihr mir Freundschaftseinladungen auf Facebook schickt, schickt mir bitte auch eine Nachricht, wer ihr seid und woher ihr mich kennt. Ich nehme jetzt ab jetzt keine Freundschaftseinladung einfach mehr so an, weil in letzter Zeit hat es überhand genommen mit diesen dummen Abnahmeanfragen. Dann nimmt man eine Freundschaftsanfrage an, weil man denkt, ah, die hat auch was mit Handarbeiten zu tun, kennt ich wahrscheinlich über den Podcast. Und die erste Nachricht, die kommt, ist, hi, ich bin Lebensmittelcoach, bla bla bla, willst du nicht auf die Schnelle mal hier 6 Kilo verlieren und so? Nein, ich werde in 2 Wochen ungefähr oder früher oder später um die 3, 4 Kilo ganz schnell verlieren, auf einmal. Die werden dann schreien und irgendwann wieder mehr werden, aber außerhalb von meinem Körper. Danke, ich brauche keine Lebensmittel- oder Fitnessberatung, das kriege ich alles so schon hin. Und wenn ich sowas brauche, dann lasse ich mir das von meiner Krankenkasse vermitteln. Die übernehmen dann auch die Kosten und dann ist gut. Ja, also es werden rigoros alle Freundschaftsanfragen gelöscht, wenn keine Nachricht mehr dazu kommt. Wenn ihr mir natürlich schreibt, ihr kennt mich über den Podcast und ihr handarbeitet auch und bla bla bla, super, dann nehme ich euch an. Schickt ihr mir dann aber trotzdem diese komischen Fitness, Abnehmen, whatever Sachen, seid ihr auch ganz schnell wieder raus aus meiner Freundesliste. Nur so viel dazu. Okay. Ja, das war der Plausch mittendrin. Die 2 Projekte, an denen ich gewerkelt habe, habe ich euch gezeigt. Und dann, ich überlege gerade, womit ich weitermache. Zeige ich euch ein neu angeschlagenes Projekt und passend zu dem Projekt dann auch meine Einkäufe, mein neu erworbenes von dieser Woche. Und zwar habe ich ja schon erzählt, dass ich heute beim Friseur war und ja, eine etwas längere Wartezeit hatte. Anfangs habe ich noch ein bisschen auf YouTube gesuchtet. Dann habe ich die Sockenspitze fertiggestellt, was jetzt nicht so lange gedauert hatte. Dann habe ich wieder auf YouTube geguckt, aber da war nichts Neues. Facebook hatte nichts zu bieten, Instagram nicht so wirklich. Und dann habe ich gefragt, wie lange das noch dauert, bis ich dran bin. War dann noch ein Weilchen. Und dann bin ich mir erstmal was zu essen holen gegangen und einen Kaffee. Und wie soll es anders sein? Wolle und Nadeln. Weil ich hatte ja nur die Gründel-Babywolle mit. Da ist auch nicht mehr so viel von dem Knäuel übrig. Weil ich daraus schon eine Mütze gestrickt hatte. Und irgendwie hatte ich auch keine Lust mehr auf die Wolle. Also ich habe mich ein bisschen übergesehen an ihr. Und ich hatte nur 3 5er Nadeln für die Wolle dabei. Also musste ich ja was Neues kaufen. Aber wir springen noch mal. Als ich die Socken angeschlagen hatte, hatte ich keine freie Projekttasche mehr und musste die in so einem Frischhaltebeutel mit mir rumschleppen. Und dann war ich beim DM und dann habe ich hier so eine kleine Tasche gesehen. Mein Hab und Gut. Die musste mit und da drin hat mein Sockenprojekt gewohnt und da zieht jetzt auch mein neues Sockenprojekt ein. Denn ich habe mir ganz billige Nadeln, also billige. Die Venco-Nadeln, die es beim Rossmann zu kaufen gibt, gekauft. In 2,5. Ne, 20 cm. Und bin dann auch in die Wollabteilung gegangen. Da hatten sie aber nur ganz normale Sockenwolle für 4,49 €. Und dann ist mir eingefallen, Momentchen mal, die haben ja hier um die Ecke im Wollladen gerade die Katja Socks Jaipur reduziert von 8,50 € auf 6 €. Da habe ich nämlich am Montag mir schon dieses sagenhaft schöne Teil gekauft. Das ist die Farbe 53. Hat, glaube ich, sonst keinen Namen. Nee. Ist eine Superwash-Wolle. Und ja, 100 Gramm, 420 Meter. 41% Cotton, 39% Wolle, 13% Polyamid und 7% Polyester. Das ist halt so eine Sommersockenwolle. Die Farbe mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen.
Nämlich aus dem letzten Video. Da hat Andrea ein ähnliches Knäuel in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht mehr, von welcher Firma ihr es war. Aber es war auf jeden Fall eine Sonderedition von der Sylvie Rasch. Und es war nicht ganz so knallig, also etwas pastelliger. Mir persönlich sagt die Farbe ja hier mehr zu. Und sie war günstiger. Wie gesagt, runtergesetzt auf 6 Euro. Wusste ich noch, und passend, oder nicht passend zu dieser Wolle, aber passend dachte ich zur Wolle für die Babysocken, habe ich mir das Adi Crazy Trio auch dort in 3,5 gekauft. Leider flutscht die Wolle überhaupt nicht über die Nadeln. Also Polywolle und diese Nadeln haben sich überhaupt nicht vertragen. Musste ich dann also auf einem normalen Nadelspiel weiter stricken. Genau, das war am Montag, als ich meinen Arzttermin hatte, genau. So, kommen wir zu dem, was ich jetzt schon dreimal angefangen habe zu erzählen. Ich war heute wieder in dem Wollladen und habe mir noch 2 Knäuel Katja Jaipur gekauft. Und zwar dieses schöne Stück hier. Das ist die Farbe 52. Und von dem nächsten kann ich euch die Farbe nicht nennen, weil ich die Banderole abgerissen und wahrscheinlich weggeschmissen habe. Und zwar die. Ist die nicht traumhaft schön? Die hatte mich am Montag schon extrem angelacht. So richtig. Und dann war ich froh, dass ich heute noch ein Knäuel bekommen habe. Und ich habe auch Socken angeschlagen. Und zwar Spiralsöckchen. Das erste Mal, dass ich Spiralsocken stricke. Und so weit bin ich gekommen. Ich habe 10 Reihen Bündchen gemacht. 2 rechts, 2 links, und jetzt das Muster ist immer 4 rechts, 4 links, 4 Reihen lang, und dann wird versetzt eine links, 4 rechts, 4 links, wieder 4 Reihen lang, also immer. Ja. Finde ich ganz nett. Die Wolle mustert schön. Angeschlagen habe ich 40 Maschen. Einfach weil ich das jetzt so gelesen habe. Sonst habe ich immer gelesen 32 bis 36 Maschen. Habe das auch Andrea so gesagt, und die hat auch so Spiralsöckchen gestrickt. Ich denke, die werden auch in der ersten Zeit passen. Und die sind dann halt eher für später was. Falls ich natürlich nicht so ein kleines Specki bekomme, ne? Hört sich jetzt böse an. Aber mein Großer, der war ja relativ dünn. Und der Kleine, der hat jetzt ein geschätztes Gewicht im Bauch schon, was fast das Geburtsgewicht vom Großen ist. Der hat in den letzten 2 Wochen ganz so 500 Gramm zugenommen. 600. 600 Gramm zugenommen. Ja, aber wenn er nochmal 600 Gramm zunimmt, Halleluja. Ja, man sagt ja, man kann nicht so wirklich auf diese Schätzungen vertrauen, ne? Aber bei meinem Großen haben die wirklich, die haben 3-4 geschätzt und 3420 waren es dann. Er war sehr dicht dran. Sehr, sehr dicht. Ich hoffe, die verschätzen sich jetzt. Und der Kleine wird nicht so ein Moppelchen. Ja, schauen wir mal, ne? Vielleicht wird er ja auch lang. Weil die Größe schätzen und nicht, da sagen sie, das ist zu ungenau, weil sie ja nur den Schienbein oder den Oberschenkelknochen, glaube ich, haben. Lieber lang und schwer als kurz und dick, oder? Also lieber das Gewicht auf Länge verteilt als auf was Kleines, Kurzes. Aber egal, ich kann es ja nicht ändern, ich kann es nicht beeinflussen. Lass mich mal überraschen, wann und was und wo und wie. Ja, mein Freund hat ab heute Urlaub, kommt aber erst morgen, weil das Auto noch in die Werkstatt muss. Ja, also diese Nacht sollte es noch nicht losgehen, wenn es geht. Nächste Nacht ist egal, da ist er hier. Aber vielleicht bleibt es ja noch ein bisschen länger drin, damit meine Mama dann doch mit kann in den Kreißsaal, weil mein Freund
kann keine Spritzen sehen und ich möchte mir nicht noch Sorgen darum machen, dass mein 2-Meter-Kerl ohnmächtig im Kreissaal liegt. Außerdem muss sich ja auch jemand vernünftig um den Großen kümmern, ne? Schauen wir mal. Irgendwie wird das schon. Ja. Dann sind wir mit dem so gesehen Gehandarbeiteten durch und meinen Neueinkäufen. Aber ich habe euch ja gesagt, dass aufgrund der Tour de Vlies das Handarbeiten ein bisschen kürzer gekommen ist. Und weil ich ständig am Schlafen bin. Aber das blenden wir mal aus, ne? Und zwar hat ja die Tour de Vlies begonnen und ich nehme dieses Jahr zum ersten Mal daran teil. Und zwar im Team Shantimanu, was wahrscheinlich das größte Team ist, oder eins der größten Teams ist hier so aus Deutschland, das daran teilnimmt. Und passend dafür haben die liebe Andrea und ich letzte Woche uns hingesetzt und haben Handspindeln gebastelt. Ja, ja. Wer mir oder ihr oder uns auf Instagram folgt, hat die ein oder andere oder alle schon gesehen. Und zwar habe ich mir 2 gebastelt und sie hat sich 3 gebastelt. Das Gewicht kann ich euch jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ich weiß nur, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber die läuft wieder 1. Da sieht man auch mein Etappenziel vom ersten Tag, weil da habe ich daran noch nicht gesponnen. Das war also Etappe 1. Ungefähr 4 Gramm oder so. Hier drauf möchte ich mein anderes Handspindelziel noch spinnen. Und zwar Katzenfell von meinen Katern. Das liegt schon breit sozusagen. Aber mich hatte dann auch die Lust gepackt, wieder an meinem Spinnrad mehr zu machen. Und ich habe die letzten knapp 40 Gramm, also 38 waren es glaube ich, von meinem Kammzug von Hofers Wollküche weiter versponnen. Das war der mit dem lila, giftgrün und grau. Und so sieht die volle Spule aus. Da sieht man ein bisschen von dem Giftgrün auch noch. Das ist ein bisschen pastelliger geworden und dann grau. Das muss ich also demnächst noch zwirnen. Ja. Ist relativ dünn geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich es dreifach zwirne oder zweifach. Oder also zweifach mit sich selbst oder zweifach mit einem anderen Garn. Also ich finde es echt schön. Ich hatte ein bisschen Probleme, im grauen Teil, der ließ sich nicht so einfach ausziehen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Andrea hatte auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich Grau anscheinend nicht so toll ausziehen lässt. Aber auch das ging. Und ich war erstaunt, wie viel man schafft wegzuspinnen, wenn man sich einfach mal die Zeit und die Muße nimmt, das zu tun. Ja, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ich bin nämlich hier so durch die Sachen durchgerast und gerauscht, dass ich einen ganz trockenen Mund habe. Warum ich jetzt mir nicht runter? Ja, und das war natürlich nicht das Einzige, also das war Etappe 2. Ich glaube, das habe ich gar nicht gepostet. Ich glaube, das gehört auch noch mit zur Etappe 1. Und Etappe 2 und... Nee, das war Etappe 2. Ich weiß es gar nicht, Sonntag hat es angefangen, ne? Sonntag war die erste, Montag, Dienstag, Mittwoch, heute haben wir Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Etappe, also ob ich das gepostet habe. Auf jeden Fall die Etappe 3 und 4. Nee, Montag, nee, Mittwoch.
Mittwoch. Gestern habe ich ausgesetzt und die Etappen 2 und 3 waren dieses Schätzchen hier. Dort hatte ich das Garn schon fertig gesponnen. Das war einmal ein türkiser Kammzug in verschiedenen Türkistönen oder Blautönen, auch von Hofers Wollküche. Und ein Schwarz von, ich glaube, Wollschaf, 100% Merino. Das ist Merino-Seide. 100% Merino. Und da war Etappe 2 das angefangene Verzwirnen und Etappe 3 war dann schon das fertige. Ja, das sind 192 Gramm und haben eine Lauflänge von knapp 605 Metern wahrscheinlich. Ich musste mich wieder auf die Wickeln und Zählen Methode verlassen, also haspeln und dann den Umfang messen und dann mal die Umwicklung, die Haspelung zählen, weil mein Tiefenmesser mich irgendwie im Stich gelassen hat. Der Kammzug oder das Garn hatte eigentlich noch mehr richtig helle Stellen, die man hier so ein bisschen durchschimmern sieht, aber er hat verdammt doll ausgeblutet beim Entspannungsbad. Und ja, erst ausgeblutet und dann haben die hellen Stellen die ausgeblutete Farbe natürlich auch aufgenommen. Dementsprechend dunkler sind dann die hellen Stellen geworden. War ein bisschen traurig, aber man sieht ja, ich habe hier drin auch noch ganz dunkle Stellen. Das ist nicht etwa nur komplett schwarz. Das ist, da sieht man es, ein ganz dunkles Türkis mit dem schwarzen Faden. Ja. Was ich hieraus mache, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich dachte erst an den Pullover für meinen Großen, aber wahrscheinlich sind 605 Meter dafür zu wenig. Muss ich mal gucken, ob ich noch was anderes kombinieren kann dazu oder ob ich das restliche schwarze Garn zweifach oder dreifach verzwirne, weil das ein bisschen dünner ist als das Türkise. Und das dann dazu nehme. Oder ob ich einen anderen blauen Kammzug mir noch besorge oder türkisen Kammzug und den auch nochmal mit Schwarz verzwirne. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gucke ich auch mal die Anleitung durch. Vielleicht finde ich ja was. Ja. Ist halt schade. Ich dachte irgendwie, ich hätte 150 Gramm von dem blauen und 150 Gramm von dem schwarzen gehabt, dann hätte ich jetzt knapp 900 Meter. Aber dem war dann nicht, sondern war es nur ein 100 Gramm Kammzug. Das waren hier 150, 120 oder 150 Gramm. Genau. Und jetzt auf meinem Spinnrad habe ich gerade Agathes Kussmund von der Elfenwolle, mein allererster Elfenwolle-Kammzug. Den habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Merino Nylon ist die Zusammensetzung. Das ist eine Sockenbase. Und da sollen auch Socken draus werden. Aber ich befürchte fast, dass ich die zum Dreifachzwirnen etwas zu dick gesponnen habe. Also entweder ich muss es zweifach zwirnen oder es wird so sechs- bis achtfach Sockenwolle. Muss ich mal gucken. Ich muss mal ganz kurz auf Pause machen. Der Große ruft gerade nach mir. Ich weiß nicht genau, was er wollte. Werde ich gleich sehen. Ja. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für die ganzen neuen Follower bedanken. Also wir gehen ja auf die, ich glaube, 700 jetzt zu. Das freut mich total und ich möchte auch der lieben Jule von Diese Jule gratulieren. Die hat die Tausender-Marke geknackt und ja, hat sie verdient oder hast du verdient. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich. Mal gucken, ob ich das auch irgendwann schaffe. Ja, dann möchte ich noch sagen, Andrea hat sich auch total über das liebe Feedback von euch gefreut und ja, vielleicht fängt sie ja auch irgendwann mal an, Podcast aufzunehmen. Mal gucken. Ich glaube, sie ist nicht ganz abgeneigt, aber auch noch nicht ganz überzeugt. Müssen wir mal sehen.
Vielleicht nehme ich auch mit ihr noch mal einen zusammen auf, wenn ich dann Ende des Jahres, ja, kann man schon sagen, sie besuchen fahre und oder mich mit ihr treffe. Zumindest eine kleine Sequenz werden wir bestimmt aufnehmen. Ja, ansonsten habe ich nur noch eine neue Sache sozusagen, die ich euch zeigen kann, die ich bestellt habe. Ich möchte nämlich wieder Progress Keeper und Maschenmarkierer basteln. Und diesmal will ich es vielleicht sogar versuchen mit Fimo. Da habe ich mir hier ein paar Farben zuschicken lassen sozusagen. Das habe ich über Wish bestellt für ein paar Euro. Das sind 32 kleine Stückchen. Da ist Modellierwerkzeug mit bei und ja, mal gucken, was da so bei rauskommt. Ich habe auch neue Perlchen und Anhänger und alles und ja, schauen wir mal. Ja, ich kann euch nicht sagen, ob nächste Woche ein Video kommen wird oder nicht. Die Ärztin hat gesagt, oh, ich juckt mir alles. Die Ärztin hat gesagt, alles kann, nichts muss. Mein Würmchen kann jeden Tag kommen, könnte aber auch noch bis 2 Wochen nach dem ET bis zur Einleitung drin bleiben. Wer weiß das schon so genau? Und ja, wenn es halt vor Donnerstag kommt oder am Donnerstag nächste Woche, werde ich kein Video machen können. Ich werde dann sicherlich auf Instagram und vielleicht auf Facebook mal kurz bekannt geben und eventuell auch ja in meiner Ravelry-Gruppe, wenn ich dran denke, wenn es mir nicht ganz so weh tut, also schmerztechnisch, werde ich da mal Bescheid geben, dass vorerst erstmal nichts kommt, weil neuer Erdenbewohner auf dem Weg und so. Aber ich denke, das kann jeder von euch verstehen. Ja, aber ich vermute mal, dass er so lieb ist und noch drin bleibt. Meine Mama kommt ja erst nächste Woche Sonntag aus dem Urlaub zurück. Also übernächste Woche Montag wäre dann ein super Zeitraum. Wobei das auch blöd ist, das ist der Geburtstag von Papa, ne? Ja, kann man sich ja nicht so aussuchen. Schauen wir mal. Vielleicht kommt auch nächste Woche aus einem anderen Grund kein Video, nämlich wenn ich wieder nicht so viel zum Handarbeiten komme oder nicht so viel werke, weil momentan ich wirklich häufig am Schlafen bin. Und wenn ich nicht am Schlafen bin, dann muss ich die Zeit eigentlich auch nutzen, weil dann der Große da ist. Also ich schlafe viel, wenn er in der Kita ist. Und wenn er nicht in der Kita ist, ist ja klar, dass ich mich dann mit dem Großen beschäftige, dass ich dann nicht sage, hier setze ich hin. Nimm dein Lego, sei ruhig, lass mich in Ruhe. Ich muss handarbeiten, damit ich was im Podcast zu zeigen habe. Nee, so auch nicht. Ja. Da war ich unscharf. Kleinere Updates und wie es so handarbeitstechnisch läuft und vor allem auch spinntechnisch. Also, was ich jetzt auf der Spule zum Beispiel habe von Agathes Kussmund. Das könnt ihr auf Instagram sehen. Da bin ich als der Willy Crochet. Privatere Einblicke sozusagen, also alles, was nicht mit Handarbeiten zu tun hat, gibt es auf meinem normalen Instagram-Profil der Willy85. Ja, und ansonsten, ich so um mich rumgucke, sehe ich verteilte Wolle, verteilte Babysachen, weil ich alles durchgewaschen habe vom Großen für den Kleinen. Aber nichts, was ich euch noch zeigen könnte oder was euch wirklich brennend interessieren könnte. Von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann das Video online kommt und ihr das seht. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Tschüss!